Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Gabriele Appel von der Jerusalem Foundation. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Tja, was verbindet eine jüdisch-arabische Schule in Jerusalem mit Handball in Erlangen? Wo geht im Lockdown ein europäischer Kulturmanager ins Konzert? Und wie engagiert sich ein ehemaliger bayerischer Staatsminister für jüdisches Leben in Bayern? Diese und viele andere Fragen diskutiere ich mit Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Jede Woche schalten Sie ein, seien Sie dabei. Ich freue mich auf Sie. Und auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden virtuellen Reisegast hier bei mir. Verbunden bin ich jetzt mit dem Münchner Großgastronomen Stefan Kuffler. Hallo Herr Kuffler, grüß Gott. Grüße Frau Appel. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für unseren kleinen Homeoffice-Talk Reise nach Jerusalem. Herr Kuffler, gemeinsam mit Ihrem Bruder Sebastian führen Sie ja seit Jahren die Kuffler GmbH. Das ist eines der größten Gastrounternehmen Deutschlands mit über 40 Restaurants, zum Teil weltberühmt. Ich denke da nur an das Seehaus im Englischen Garten, an das Spatenhaus, an der Oper, so bekannt wie die Frauenkirche und der Münchner Marienplatz, wirklich Traditionshäuser, oder auch das Weinzelt auf dem Münchner Oktoberfest. Und jetzt kam Corona. Wie reagiert man da als Chef von fast 1400 Mitarbeitern, wenn es von jetzt auf gleich heißen muss, alles runterfahren, kompletter Shutdown für so viele Restaurants? Ja, also das hat uns natürlich schon, muss sagen, massiv getroffen. Eine Situation, wie man sie sich nie hätte albträumen lassen. Wir sind natürlich zunächst mal auch davon ausgegangen, dass wir hier von einem Shutdown von 2-3 Wochen reden, in unserer naiven Art, aber dass dann zum Schluss eigentlich wir von einem Totalstillstand reden und das auch weit über die Phase des Shutdowns hinaus, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Und es ist halt hochdramatisch, weil wir haben jetzt im Moment eigentlich nur noch einen einzigen Manitou und der heißt Liquidität. Das bedeutet, dem wird alles untergeordnet. Wir können keine langfristigen Pläne mehr machen. Wir können auch gar nicht mehr irgendwie menschlich orientiert handeln, sondern wir müssen nur noch schauen, dass die einzelnen Betriebe und das Unternehmen überlebt, zumindest bis Ende des Jahres, und dann kann man wieder weiterschauen, weil es hilft uns alles nichts, wenn wir jetzt Entscheidungen, zukunftsorientierte Entscheidungen treffen, aber dann Ende des Jahres insolvent sind. Ja, Sie mussten ja jetzt wahrscheinlich auch enorm investieren. Ich denke mal daran, vor wenigen Tagen haben ja die Restaurants und Biergärten wieder geöffnet, und wenn man den Bildern aus den Medien trauen kann, die Leute sind ja regelrecht, haben die Biergärten gestürmt und die Straßencafés bevölkert. Jeder hatte die Sehnsucht danach, endlich mal wieder raus, sozusagen aus der eigenen Küche. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Beispielsweise in Ihrem Seehaus, wir haben ja da über 2500 Plätze. Wie macht man denn das dann so hygienesicher, so regelkonform, wie das jetzt sein muss? Das ist ja wahrscheinlich enorm, was Sie da noch zusätzlich investieren mussten, oder? Ja, also das, sagen wir mal so, in der Gastronomie haben wir sowieso in Europa und speziell in Deutschland extrem hohe Hygienestandards. Die neuen Auflagen zu erfüllen, war natürlich kostenintensiv, vor allen Dingen personalkostenintensiv, die dann natürlich wieder nicht die Gewinne, sondern den Deckungsbeitrag noch mehr schmälern. Das heißt, unsere Aufgabe heute ist es, die Betriebe, die funktionieren könnten, zu öffnen, aber permanent auf die Zahlen zu schauen, damit wir nicht durch den Betrieb in einen negativen Deckungsbeitrag noch stärker reinlaufen. Das heißt, wenn uns die Kosten durch den Betrieb, wenn die so hoch sind, dass wir dabei auch noch drauflegen, zu den normalen laufenden Kosten, die wir eh schon haben, müssen wir den Betrieb wieder zulassen. Und da haben wir leider auch einige Betriebe in Deutschland, die eben noch nicht geöffnet sind. Ja. Und vielleicht auch nie mehr aufmachen. Das wird sich entscheiden. Ja, gilt das auch für das Hotel Palace? Sie haben ja das große 5-Sterne-Boutique-Hotel in München. Ja,
Das Hotel hatten wir die ganze Zeit offen. Wir haben dort sehr, sehr, sehr gute Azubis und wie gut die wirklich sind, hat sich jetzt auch nochmal bewahrheitet, weil wir das in der Shutdown-Phase nur mit Azubis betrieben haben. Es war immer ein Schichtführer da, Hoteldirektor, sein Stellvertreter oder was weiß ich, Front-Office-Chef oder sowas in der Art. Und der Rest wurde alles von den Azubis gestemmt, Room Service, Küche, Housekeeping, alles. Die sind absolut über sich hinausgewachsen. Und das war natürlich fantastisch, weil die Kosten, so ein Haus jetzt für ein paar Wochen komplett zuzusperren, wären auch wieder erheblich. Wir haben da über 80 Zimmer, die müssen alle wasserdicht, wetterdicht sein. Du musst trotzdem laufen kontrollieren, ob es nicht irgendwo einen Rohrbruch gibt oder was auch immer, was da geschehen kann. Von daher war es dann doch besser, das zu öffnen, auch wenn wir zwischenzeitlich nur 4 Zimmer und Suiten vermietet hatten. Ja, haben Sie denn die Hoffnung, dass jetzt durch das Konjunkturpaket die Menschen so zum Konsum gereizt werden, dass das sich auch in der Gastronomie und auch in Ihren Betrieben niederschlägt, dass die Leute jetzt also wirklich diesen Drang haben nach Freizeit, vielleicht sogar nach Ferien in Bayern und dass sie dann wenigstens einen Teil ihres Umsatzverlustes für 2020 noch einholen, weil das Oktoberfest findet ja auch nicht statt. Also wissen Sie ganz ehrlich, mein Eindruck ist, dass dieses Konjunkturpaket möglicherweise zum Teil im guten Glauben verabschiedet wurde, zu einem großen Teil aber auch reine Alibi-Funktion hat. Wenn irgendwo jemand ernsthaft glaubt, ich habe heute früh im Radio gehört, dank der Mehrwertsteuersenkung würde jetzt eine Jeans, die jetzt 99 Euro kostet, 2,50 Euro billiger sein. Ja, welcher Naivling denkt denn in vollem Ernst, dass sich deshalb jemand jetzt diese Jeans kauft? Also sagen Sie, geht's noch? Wo leben wir denn? Was ist hier los? Wir haben andere Probleme. Wir haben Probleme, dass wir speziell in Bayern mal wieder die schärfsten Vorschriften haben, während sich an der Isar, in der Innenstadt am Gärtnerplatz, im Englischen Garten, die Leute zu Scharen zusammendrängen. Haben wir immer noch höchste Auflagen, müssen in einem Biergarten die Leute platzieren, dürfen immer noch nur maximal 2 Haushalte an einen Tisch platzieren, dürfen immer noch nicht die volle Sitzplatzanzahl belegen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, wenn man das alles aufreißen würde und wieder das komplett zulassen würde, dass die ganzen riesigen Außenflächen, die wir in München eigentlich zur Verfügung hätten, auch wieder öffnen dürfen, würde sich das Ganze auch massiv entzerren. Weil eine Sache steht fest, die Leute verstehen nicht, dass wir bei, ich weiß nicht, wie viele Corona-Erkrankte haben wir jetzt noch in Bayern, unter 1000 definitiv, bei über 11 Millionen Einwohner, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, wenn man so eintrifft. Also ganz ehrlich, verstehen Sie mich nicht falsch, Menschenleben sind wichtig, aber irgendwo kommt man an einen Punkt, wo es gar nicht mehr um Menschenleben geht, sondern nur noch darum, eine bisher gefahrene Strategie zu verteidigen. Ja. Und wenn das alles so sinnvoll und so wahnsinnig wichtig ist, dann müsste man ja massivst gegen diese Zusammenrottungen, die ich positiv finde, dass die Leute sagen, wir sehen es anders, wir gehen wieder raus, wir genießen wieder das Leben, wir haben jetzt Sommer und wir nutzen die Freiräume, die einigermaßen nutzbar sind, dann müsste man doch da massivst einschreiten, wenn es so unglaublich lebensgefährlich ist. Das ist aber offensichtlich nicht. Und in anderen Bundesländern ist es ja auch nicht so. Wir haben jetzt sehr viel über Ihre Sorgen gesprochen, die ja auch wirklich mehr als berechtigt sind. Ich schwenke mal über und erzähle mal, oder Sie erzählen mir bitte über das Hobby, mit dem Sie Ihre Sorgen ausblenden. Sie sind nämlich ein, wie viele Menschen sagen, ein wirklich hochbegabter Hobbyfotograf. Sie haben das ja auch, das war kurz vor der Corona-Krise, haben Sie auch Ihren ersten Bildband rausgebracht, The Palace Collection. Es würde mich mal interessieren, was sind das für Fotos und ja, was macht Fotografieren mit Ihnen, jetzt auch in der Corona-Krise? Ja, also ein guter Freund von mir, selbst auch also echter Künstler,
hat mir mal gesagt, Stefan, ich habe festgestellt, wenn du kreativ bist, musst du auch kreativ tätig sein, sonst wirst du unglücklich. Und ich glaube schon, dass ich ein relativ kreativer Mensch bin. Und malen kann ich leider nicht. Ich kriege es nicht vom Kopf in die Hand. Da ist eine Blockade drin. Also habe ich dann doch der Fotografie gewidmet. Und das ist für mich fast meditativ. Also das hat eine, allein eine Kamera in der Hand zu haben und damit loszuziehen. Und vielleicht kommst du nur mit einem Foto zurück, aber du hast, warst im Kopf woanders, du hast die Umwelt anders gesehen, du hast deine, die Menschen mit anderen Augen gesehen und kannst da einfach abschalten. Das ist eine Sache, die mir ja, sehr viel Ruhe auch gibt. Und auch natürlich, es ist immer so eine Mischung, ja, wenn ich mit meiner Familie reise, sind natürlich auch die berühmten Urlaubsfotos dabei. Meine Frau, unsere Tochter vor dem schiefen Turm von Pisa oder was weiß ich was oder solche Sachen, aber ich bin immer ein bisschen enttäuscht, weil es sind viel mehr Bilder dabei, die einfach die Eindrücke schildern, die auch Emotionen transportieren, also beispielsweise gerade wie in Israel war vor 2 Jahren zum ersten Mal, die Klagemauer war sowas Beeindruckendes und wie dort tiefgläubige Menschen stehen und trotzdem hast du die Freiheit, dort auch fotografieren zu dürfen. Also du wirst da auch nicht schräg angeschaut. Das war beispielsweise was, was mir unheimlich gut gefallen hat und auch gut getan hat. Ja, auf Israel komme ich gleich noch zu sprechen. Was mich noch mal interessieren würde, also Sie haben diesen Bildband rausgegeben mit diesen 90 Schwarz-Weiß-Fotografien, da waren ja. Ich glaube, Munich Moods, also wirklich Stimmungsbilder, unterschiedliche Stimmungsbilder von München, aber auch aus anderen Ländern. Wo kann man die denn sehen, außer in den Bildband? Hängen die irgendwo? Oder? Ja, also der Weg war eigentlich andersrum. Wir haben das Hotel erweitert, es wurde nebendran gebaut und die Herren Stimmig und Willard haben dort, war immer noch eine Baulücke eigentlich, aus dem Weltkrieg heraus und wir haben dort jetzt ein Apartmenthaus gebaut und da haben wir auf 3 Stockwerken haben wir die Apartments rausgekauft und in Hotelzimmer umgewandelt. Und dann hat man natürlich auch über Dekoration nachgedacht und die Architekten haben gemeint, meine Fotos wären doch prima dafür geeignet und außerdem günstig zu haben. Und ich habe dann speziell dafür auch einige Fotos noch mehr gemacht. Es sind verschiedene Reihen. Es ist Wildlife, es ist München, es ist Südfrankreich und solche Dinge. Und dann haben die Gäste angefangen zu fragen, von wem diese wunderbaren Bilder sind. Also ich weiß nicht, ob die nur freundlich sein wollten, aber dann habe ich gesagt, ja, dann bringen wir halt einen kleinen Flyer raus. Und aus dem kleinen Flyer wurde dann ein Buch, in dem vollumfänglich alle Fotos, die im Palace hängen, jetzt auch enthalten sind. Und die Bilder kann man eben sehen in der Bar, im Restaurant und auf den Gängen. Und in den Zimmern, in unserem Hotel. Ja, Sie haben jetzt eben Ihre Israel-Reise angesprochen. Das war ja Ihre erste vor 2 Jahren. Ja. Mit welchen Emotionen sind Sie aus diesem Land zurückgekommen? Also ich muss sagen, ich wurde zunächst unglaublich überrascht von der Offenheit und der Freundlichkeit der Menschen. Eine Sache, wo, glaube ich, jeder Deutsche, der nach Israel als erstes das erste Mal hinfährt, schon ein bisschen, ja, also ich muss sagen, eigentlich Bedenken und fast auch ein bisschen Angst hatte, ist, wie wirst du dort aufgenommen, weil die Geschichte spricht jetzt nicht zwingend für uns und da sind auch noch Menschen dort, die Schreckliches erlebt haben, aber mir ist nicht eine einzige negative Begegnung in Erinnerung, im Gegenteil, wenn der Kellner oder Menschen, die man nach dem Weg gefragt hat oder sonst irgendwas, gesagt haben, wo man herkommt, aus Deutschland, ah, Deutschland, super, klasse, wunderbar, wo du denkst, hey, toll, wirklich toll, also in Frankreich wirst du nicht so nett aufgenommen, in England auch nicht, also das war ungeheuer und diese Freundlichkeit, diese unbedingte Lebenswille und ich muss sagen, was mich auch ungeheuer beeindruckt hat, ist die Schaffenskraft von diesem kleinen Menschen, das ist ja wirklich ein kleines Land,
was wirklich prosperiert, was grün ist an Stellen, wo direkt über der Grenze alles verwüstet ist und was wirklich funktioniert und die Leute auch wirklich täglich kämpfen für diese Scholle, die sie jetzt endlich wieder haben. Und das nimmt man wirklich wahr. Es ist aber eine unheimlich positive Energie. Und ich bin zurückgekommen und habe beschlossen, man muss mal hier auch ein bisschen was von dem Bild gerade rücken, was in der Presse oft dargestellt wird, wie ich finde, sehr unfair, weshalb ich dann eine Israel-Promotion gemacht habe. Ja, zusammen mit wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, auf die Freundschaft, die Sie dort geschlossen haben mit einem der bekanntesten Köche in Israel, mit Moshe Basson, wirklich berühmt mit seinem Lokal Eukalyptus in Jerusalem. Das steht auch noch zufällig in der Nähe des Teddy Kollek Parks, des Parks, das den Jerusalem ja vor einigen Jahren errichtet hat, benannt nach dem Gründer unserer Stiftung, der Jerusalem Foundation. Moshe Basson haben Sie dann, Herr Kufler, nach München eingeladen letztes Jahr, und das haben wir auch medial sehr umfassend begleitet und bewundert, dieses Event. Können Sie mal kurz was zu erzählen? Was hat Moshe Basson mit Ihrem Seehaus zu tun? Ja, das war eigentlich sehr lustig. Also wir haben in Jerusalem gewohnt, im American Colony, ein wirklich sehr zu empfehlendes Hotel. Und dann haben wir gesagt, reserviert uns mal einen Tisch heute Abend in einem israelischen Restaurant. Und ich meine, es gibt ja verschiedene Restaurants dort auch. Also es gibt genauso, es gibt viele Palästinenser natürlich, es gibt Italiener, sonstiges, also Leute natürlich israelisch, gehen dorthin. Ich hatte keine blasse Ahnung, dass dieser Mensch wirklich israelweit und weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Ich fand das Essen toll. Dann kam der an den Tisch, ich fand den Typ toll und fragte so, Mensch, irgendwie soll ich mich so direkt überkommen, hätten Sie nicht Lust, mal eine Promotion für eine wunderschöne Stadt und ein super tolles Land in Deutschland zu machen? Und ich sagte, ja, meine, warum nicht? Und als ich zurück war, habe ich dann unsere Pressefrau gebeten, die Christine da Silva, schreibt dem mal, ob er das nach wie vor gut findet. Und der Mosche hat sich dann die Internetseite angeschaut von uns, hat gesagt, naja, es ist ein Familienunternehmen, es ist kein Konzern, warum nicht? Und es war die mit Abstand erfolgreichste Food Promotion, die wir jemals gemacht haben im Seehaus. Es war so, es wurde so positiv aufgenommen und der Mosche hat mir wirklich und verbindet seitdem eine Seelengemeinschaft, muss ich sagen, weil auch er hat es wahrgenommen, wie das Land, in das er als 7-Jähriger eingewandert ist und das er auch lebt und das er liebt und deshalb diese Promotion völlig umsonst und kostenfrei gemacht hat. Wir sind zum Schluss am Ende des Galaabends der Eröffnung dagestanden und da hat er gesagt, weißt du Stefan, ich kriege tausende von Anfragen jedes Jahr, aber bei euch habe ich gedacht, das ist gut und das war super. Und ich glaube, es kam ein bisschen von oben, dass wir zusammengefunden haben. Und diese Meinung teile ich. Ja, schön. Das ist wirklich ein sehr positiver Schlusspunkt für unser Gespräch, was ja mit so bedenklichen Nachrichten angefangen hat. Aber Herr Kufler, ich hätte nicht so wie die anderen Gäste auch mit meiner Fragezeichenkarte. Welchen Gast darf ich denn auf Ihre Empfehlung demnächst einladen? Ja, ich würde Ihnen empfehlen, mit meinem alten Freund Michael Zechbauer zu reden, alte Unternehmerfamilie aus München, verheiratet mit der Avis Brauner und ist von daher sowohl, was Israel anbelangt, schlagen als auch natürlich in München eine durchaus bekannte Figur und ein sehr netter Mensch. Ja. Ja, wunderbar. Ein sehr guter Tipp. Vielen Dank, Herr Kufler. Ich wünsche Ihnen natürlich, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern alles Gute für die kommenden Wochen und Monate, dass Corona bald vorbei ist und dass alles wieder besser wird. Bleiben Sie gesund und ich freue mich auch am Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Kufler. Tschüss. Danke Ihnen sehr. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder bei unserem Homeoffice Talk. Ich hoffe, diese virtuelle Reise nach Jerusalem hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich für die Projekte der Foundation interessieren, schauen Sie einmal auf unsere Website jerusalemfoundation.org
oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich in jedem Fall, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.